Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute wieder zusammen mit... Hi, ich bin's, Techtastisch vom Kanal Techtastisch. Techtastisch. Das geht auch. Entschuldigung, ich kriege ihn nicht mehr damit. Und wir sind auf dem Server von Techtastisch, ein riesengroßer Server. Wir haben uns hier ein kleines Bauprojekt vorgenommen für die Streams. Schaut gerne vorbei. Jeden Dienstagabend sind wir meistens da live, so ab 19 Uhr um den Dreh. Und wir bauen hier mit den super coolen Leuten und den Dudes gemeinsam erstmal gerade ein Display. Und es werden noch ein paar andere Sachen folgen, nicht wahr, Techie? Exakt, weil warum brauchen wir das Display, um Items zu zählen? Und das ist auch schon die erste Veränderung. Komm mal her zum Stolz des ganzen Servers. Der Item-Springbrunnen, weil in diesem Gebäude werden ja so ziemlich alle Farben vereint, die es gibt. Mhm. Und die laufen dann alle gleichzeitig, AFK, RIP, Server und so. Mhm. Aber schau mal, wie das plötzlich abgeht. Das letzte Mal waren da kaum Items drin. Jetzt sind ein paar Farben dazugekommen, eine Slime-Farm unter anderem auch. Und jetzt kann man sich vor Items gar nicht mehr retten. Das sieht einfach so toll aus. Ab und zu ist da noch was von der Hexenfarm dabei. Was von der Eisenfarm, Honigfarm, Slime-Farm. Das ist... richtig brutal. Vor allem vorhin war das mega krass. Awesome. Sag mal, Techie, wie weit gehen denn die Spawn-Chunks hier? Ich bin mir nicht sicher, da der Spawn ja auch verschoben wurde und ich mir nicht ganz im Klaren bin, ob dann die Spawn-Chunks mit verlagert werden. Aber, oh, jetzt hast du dich gerade selbst gespoilert. Die Community war ein bisschen fleißig, was das Tieferlegen angeht, weil... der Sumpf wurde hier bis auf Layer 41 reduziert. Das Austrocknen war auch ein eigenes Projekt. Cool gemacht. Ja, Mann. Jetzt bin ich hier gerade dabei, so Gebiete zu verteilen. Schau mal, das letzte Mal, als du hier im Stream dabei warst, habe ich die ganze Zeit davon geredet, einen Endergarten zu machen, weil das Endportal ist ebenfalls hier. Das ist dieses lustige Gebilde hier. Und da kann man jetzt einfach so das Endportal besuchen, welches ebenfalls unter freiem Himmel steht. Ach krass. War das von vornherein schon dort? Das war von vornherein dort. Deshalb habe ich... Nee, ich habe ja den Spawn dahin verlagert. Deshalb. Das war so eine der wenigen Sachen, die jetzt nicht Vanilla sind. Unter anderem haben wir den Spawn verlagert und eine Mauer gebaut, die den Freebuild vom Gebietsbereich abgrenzt. Aber da wir ja ohne Plugins mit Wortabsprache und so arbeiten, sollte das einzig Nötige sein. Ich überlege gerade, Techie, ob man eventuell für die Gigatardis hier an diesen Stationen bei der U-Bahn oder dass man hier unten irgendwo Kisten hinstellt, beziehungsweise, ich habe noch eine viel geilere Idee, du könntest hier Mülleimer in der Stadt aufstellen und unter den Mülleimern vielleicht so eine Minecart-Schiene machen und es kommt immer mal zu einer Zeit Minecart vorgefahren und sammelt alles, was in dem Mülleimer drin ist, auf und bringt die Sachen in die Gigatardis. Ja, das wäre eine witzige Idee. Ist halt die Frage, wie die Items dann einsortiert werden. Ja, denn oder es sind ja nicht alle Items möglich zu farmen. Oder man macht eben halt, wie gesagt, man macht hier im Boden vielleicht so Wasserstraßen, dass man den Boden aufmacht, dann macht Wasserstraßen. So, und die Idee wäre, dass du quasi alle in dein Lager einlagerst und alle, die nicht, und dass du quasi unter die Gigatars nochmal so ein Lager für jedes Item in Minecraft machst. Ja, das wäre eine Idee. Sowas habe ich auf der Gigatardis geplant, aber eher für private Zwecke. Da kann man über die Mülleimer einfach donaten. Genau. Sowas in die Richtung. Ja, sehr geil. Oh, guck mal, da siehst du die Slime-Farm. Ich will nämlich die Farmen auch immer wieder ins Stadtbild einbinden, falls mal eine Farm hier stehen muss. Wie zum Beispiel hier, das sind die Hexenfarmen, diese schwebenden Blöcke. So sieht die Hexenfarm in ihrer finalen Form aus. Hier sind Trichter unter dem Pixel-Art und Seelaternen. Und je nachdem, wie weit man von hier entfernt ist, kann man dann halt auch ab und zu Hexen runterfallen sehen und halt auch, wie viele Leute gerade online sind. Wenn ich morgens mal alleine auf dem Server bin, geht das hier richtig ab. Natürlich. Und jetzt schau dir einfach mal dieses Bild an. Dieser Koloss an Gebäude. Ich bin so stolz auf dieses Teil, weil das war einfach die Vision, die ich hatte. Und es nimmt so langsam halt wirklich Gestalt an. Super. Ja, ich find's auch cool gemacht. Was ist das da vorne? Ah, da kannst du die Slime-Farm besuchen. Ah, okay, gut. Ist aber eine Basic-Slime-Farm, habe ich schon gesehen. Okay, ja, ja, genau, wo Eisengolems die Slimes anlocken, etc., etc. Oh, guck mal, hier siehst du das Zulieferungssystem von den Hexenfarmen und den anderen. Ah, ja, sehr gut. Zum Beispiel hier kommt zeitlich alles von der Slime-Farm und Honigfarm reingespült. Mhm. Und hier werde ich dann noch einen kleinen Park bauen, wo dann auch Beacons um die Gigatardis herumstehen. Beziehungsweise ein Vierer-Beacon. Die werden dann noch im Regenbogenmuster mit buntem Glas
da gefärbt und automatisiert? Das wird halt ein richtig schönes Bild. Nee, nee. Also dass quasi, dass die Farben sich ändern mit der Zeit? Ich meine, man kann viel besser. Das ist zwar cool, aber aus der Distanz sieht man dann die Farbveränderung nicht mehr, weil das langsam updatet, zumindest auf Servern. Ja, nicht schnell. Die Farben müssen sich nicht schnell updaten. Die können sich ganz, ganz, ganz langsam updaten. Nee, es gibt was viel Besseres. Und zwar, wenn du farbige Glasscheiben nimmst und dich immer wieder mit zwei hochbaust, dann die Farbe wechselst, zwei weitere setzt, wieder zwei weitere. Du meinst wieder Glasscheiben? Ja, ja, klar. Ich weiß, was du meinst. Dann wird der dann gibt es diesen Regenbogeneffekt im Strahl. Und das sieht noch geiler aus. Ja, ich kann das. Das ist gut. Das ist auch eine witzige Idee. Ich habe gesehen, da hat er noch ein Fossil. Habt ihr das auch? Ist das original an der Stelle? Oder Ja, genau. Um solche Sachen habe ich dann auch immer wieder Parks rumgebaut und das wird halt ein richtig geiles Stadtbild. Ich bin schon richtig, richtig gehypt und das ist halt alles Vanilla Survival. Das haben alles die Leute aus der Community ausgehoben, vor allem Runner24 und Kati. Also Respekt geht raus an dieser Stelle und ich finde auch die kolossalen Stützen der Skyline richtig witzig, weil die ist ja normalerweise nicht so weit über dem Boden, aber hier im Sumpf halt schon. Klar, aber ist cool. Skyline, ich würde mir vielleicht, was ich machen würde, ist vielleicht die Skyline auf mein Westbahnsystem zu updaten, dass die ein bisschen, also quasi zumindest die ersten Strecken von hier vom Turm raus, dass man die aufs Westbahnsystem updatet, damit die noch ein bisschen moderner und funktionaler sind, würde ich sagen. Das können wir nach dem Display mal besprechen. Ja, aber wenn, dann muss es auf dem ganzen Server sein. Ja, aber gut, genau, dann kann man es nach wie vor sukzessiv weiter aufbauen. Ja, aber das können auch andere Leute dann weiterbauen. Die Community ist hier sehr dabei. Und guck mal, was es noch hier gibt. Nicht nur die Fossilien wurden ausgegraben, sondern was auch eine Seltenheit ist, ein in Anführungszeichen Overworld-Spawner. Leider ist der Spinnenspawner viel zu nah am Weg, als dass man hier eine Farm draus bauen kann, aber den so als, Deko stehen zu lassen, ist doch ganz lustig. Nice. Ich höre gerade im Chat, dass die fertig sind. Genau, die Leute haben jetzt gerade, liebe Zuschauer, während wir hier arbeiten waren, perfekt die Technik abgerissen. Ich werde jetzt hier eine neue Technik draufbauen mit Blackstone. Wir wollten nämlich die Displays ein bisschen höher machen. Und wenn wir das gemacht haben, vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Hilfe von Luca und noch anderen, das Ganze ein bisschen zu vergrößern. Gut. Also machen wir das kurz. Ist zeitlich vor allem auch perfekt, weil wir waren eigentlich schon fertig mit dem, was sich verändert hat. Top. Obwohl, eine Sache gibt es noch. Ist das ein bisschen zu laufen dahin, oder? Nö, gar nicht. Und zwar, das letzte Mal hatten wir ja das Problem, dass wir immer wieder in der Goldfarm rauskommen. Deshalb habe ich jetzt einfach das Portal verlagert. Und jetzt schau mal, was passiert, wenn man ins Nether geht. Jetzt bin ich gespannt. Das hatte ich letztens auch in einem Stream gemacht. Ist klein und fein und ich bin sehr stolz drauf. Muss ich warten, bis der Server updatet? Scheinbar. Da ist er. Das hier ist mein Nether-Raum. Hübsch. An die Overworld angelehnt. Man hat gleich das Gefühl, es geht wieder zurück. Auch vom Design an die Giga-Tardis angelehnt. Gefällt mir. Ja, Mann. Und wenn du jetzt zur Bartering Station gehst, dann das ist ein kompletter Atmosphärenwechsel. Das ist so krass, wie das auf einen wirkt. Mhm. Das ist ein schöner Effekt. Richtig gut. Sehr nice. Gefällt mir. Dankeschön. Ja. Liebe Leute, ihr seht, das Serverprojekt von Tektastisch ist ein sehr, sehr spannendes Projekt. Es lohnt sich, da vorbeizugucken. Ich glaube, Techie, du bist auch relativ häufig live auf Twitch, oder? Ja, es ist wirklich eine Minecraft-Sucht, die sich da bei mir manifestiert hat, aber die war eigentlich schon immer da. Jetzt streame ich sie einfach nur. Von daher, ich bin jetzt nicht so der Twitch-Streamer, aber ich schalte einfach immer ein, die Leute auch und alle haben Spaß. Das ist sehr witzig. Perfekto. Liebe Leute, dann würde ich sagen, ich halte euch auf dem Laufenden hier auf YouTube. Cooles Projekt, wie ihr seht. Techie, danke für die kleine Führung. Und wir werden jetzt mal hier in der nächsten Zeit dem Display weiterbauen. An dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Tschüss.